Bei mir ist jetzt Hapenkapitän, Urgestein, Legende Marc Kaczorowski. Marc, Punkt Nummer 1, Meisterschaft gesichert, Aufstieg gesichert. Du kennst diesen Verein in- und auswendig. Wie ist deine Gefühlswelt? Wie ist eure Gefühlswelt? Unbeschreiblich. Ich glaube, vor der Saison hat keiner mit dem gerechnet, was wir jetzt hier heute geleistet haben, was wir hier heute erreicht haben. Wir sind in die Saison gegangen, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Wir haben gesagt, wir haben eigentlich gar kein Ziel. Einer aus der Kabine hat gesagt, wir werden Erster und alle anderen haben den ausgelacht. Unser Ziel war Platz 5. Heute sind wir jetzt hier, sind aufgestiegen, hat keiner mit gerechnet. Von daher ist es für uns, ganz ehrlich muss ich sagen, für mich ist es wieder Gewinn des Champions League Finales. Von daher können wir jetzt abtreten damit. Du bist von der Bank gekommen tatsächlich. Ja. Was war das Gefühl auf der Bank, als der Gegentreffer nochmal gefallen ist? Gab es nochmal so ein bisschen Angst, dass es vielleicht daneben geht? Ich weiß nicht, wie viel wusstet ihr, wie es bei Weidmar aussieht? Wir wussten ein bisschen was über Weidmar. Wir wussten auch, dass Weidmar 20 Minuten hinterher ist vom Spiel her, weil sich da wohl einer verletzt hat. An der Stelle gute Besserung an den Jungen, der sich verletzt hat. Ich habe es ja live miterlebt. Ich war unmittelbar von meiner Auswechslung. Von daher, da ist einem das Herz nochmal in die Hose gerutscht. Wir wussten aber, jetzt müssen wir nochmal voll anpacken. Das haben die Jungs gemacht. Bin unendlich stolz auf die Truppe, was wir geleistet haben diese Saison. Unglaublich. Du sagst es gerade, unglaubliche Saison. Ihr habt im Pokalfinale gestanden, ihr habt euch den Titel gesichert. Nach so einer langen Zeit, jetzt in der Bezirksliga, Landesliga, gibt es jetzt schon den Ersten, der wirklich nach vorne guckt und sagt, wir müssen das und das vorbereiten für nächstes Jahr? Oder heißt es erstmal feiern, zusammenkommen, Emotionen rauslassen? Also heute heißt es auf jeden Fall feiern, zusammenkommen, Emotionen rauslassen. Morgen geht es auch auf Mannschaftsfahrt nach Malle. Von daher, da denken wir jetzt erstmal an nichts. Ich bin mir aber sicher, dass unser Trainergespann um Björn Lübbehusen die neue Saison schon vorbereitet hat mit den Jungs. Wir haben gute Neuverpflichtungen dabei. Wir werden meines Erachtens eine gute Rolle in der Landesliga spielen. Aber an der Stelle, also wir kommen aus der Kreisliga B, Tusshaben. Für uns ist das jetzt gerade ganz weit weg. Aber die Jungs werden sich nächste Saison vorbereiten und dann werden wir da die Landesliga rocken. Du sagst es gerade selber, du hast eigentlich alles mit dem Verein miterlebt, mitgesehen. Das muss sich für den gesamten Verein, nicht nur für euch selber auf dem Platz, sondern auch für die Fans, irre anfühlen. So eine Reise, die jetzt natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen kriegt. Ja, unbeschreiblich. Ich habe den Aufstieg 2014-15 in die Bezirksliga mitgemacht und da haben wir gesagt, wenn wir 2 Jahre in der Bezirksliga bleiben, dann ist alles gut. Von daher, wir waren jetzt 9 Jahre in der Bezirksliga, glaube ich. Jetzt sind wir in der Landesliga. Hat keiner mit gerechnet, kann ich nur nochmal sagen. Unbeschreiblich. Es gibt, habe ich gerade erfahren, besondere Nachrichten, was deine Personalie anbetrifft. Vielleicht willst du die News für all die Zuschauer da draußen mal eben erzählen? Ja, ich habe es ja jetzt schon zwischen den Zeilen gesagt. Ich glaube, mit dem Landesliga-Aufstieg heute und mit den Jungs, die auch noch dahinter sind, kann man jetzt abtreten. Ich weiß, dass ich es alleine hinbekommen habe jetzt. Und heute feiere ich noch und dann überlasse ich das Ruder den anderen. Wunderbar. Marc, dann lasst euch feiern, lasst die Emotionen raus, habt einen schönen... Schöne Mannschaftsfahrt, Mallorca, ein bisschen aufpassen vielleicht tatsächlich, aber sonst, ja, lasst euch feiern und dann Landesliga, let's go, nächstes Mal vielleicht, dann, klar, ohne dich, aber du wirst die Jungs trotzdem wahrscheinlich weiter anfreuen. Auf jeden Fall unterstützen.